Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich aus dem Bereich Geometrie die Begriffe parallel und senkrecht. Wir beginnen mit den Begriffen parallel und senkrecht. Zunächst parallel. Zwei Linien sind parallel, wenn sie immer den gleichen Abstand haben. Die beiden Linien sind parallel zueinander. Der Abstand ist hier der gleiche wie hier. Und beide Linien, unendlich lang, egal in welche Richtung, werden sich nie berühren. Man kann sich merken, die sind wie Eisenbahnschienen. Der zweite Begriff ist senkrecht. Zwei Linien sind senkrecht, wenn sie im 90-Grad-Winkel oder im rechten Winkel zueinander stehen. So. Diese beiden Linien sind senkrecht zueinander. Der Mathematiker zeichnet häufig den 90-Grad-Winkel so ein. Überprüfen kann ich senkrecht mit dem Geodreieck. Und zwar so oder so oder so oder so. Natürlich muss ich bei zwei Graden nur eine Ecke messen. Wenn eine Ecke im 90-Grad-Winkel steht, sind alle anderen auch im 90-Grad-Winkel. Das waren die Begriffe parallel und senkrecht. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.